Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist ziemlich früh, es ist 8.47 Uhr, aber wir haben einen stressigen Tag vor uns. Denn heute muss ein bisschen viel umgebaut werden. Und zwar als allererstes gehen wir heute an ein Mitarbeiterfahrzeug. Mhm. Deswegen, das muss ich mir heute auch fertig werden. Schickes Auto. Okay. Manus Auto. Oh. Ah. Der Manu hat nämlich ein Faible für einen Fahrzeughersteller aus Stuttgart. Und es ist nicht Mercedes. Ich merke, ich sehe müde aus. Mhm. Ja? Merkst du es? Mhm. Ich merke es im Gesicht so. Und schlecht geschlafen. Gerade dieser Regenwechsel mit Heuschnupfen und so Übergang fühlt sich vor morgens so, als ob dir einer 10 Kilo nasses Handtuch ins Gesicht gelegt hätte. 10 Kilo. 10 Kilo. Schwerste Handtuch der Welt. Mhm. Sau nass. Ja. Ja. Der Manu hat sich einen neuen Cayman rausgelassen, ne? Mhm. Man könnte auch denken, hier bei JP Performance ist das gut. Der Manu fährt Porsche. Cayman. Neu. Da drin ist ein. Ich weiß nicht, ob er ein Cayman S hat. Hat er aber, ne? Wenn Manu sich ein Auto holt, dann bestimmt ein S. Dann glaube ich auch. und da ist nämlich ein Vierzylinder-Boxer drin. Und das will ich mir mal anhören mit euch zusammen. Ich bin schon einmal gefahren, aber relativ kurz. Weil das Ding ist nämlich ein 14er Boxer, hört sich natürlich sehr, sehr schnell an wie ein Käfer oder irgendwie sowas. Und hört sich halt nicht ganz so geil an. Aber ich denke, dass das performancemäßig schon überzeugt. Hallo. Hallo. Weißt du, wo die Messuhr ist? Ich hab das Manu drin lassen. Ach, ehrlich? Ja. Ha. Wo ist sie? Bei Manu. War richtig vom Allerfinstersten. Das hat so weh. Und dich hat es überhaupt nicht interessiert. Guten Morgen! Hallo, guten Morgen! Da ist sie doch, vorbildlich. Ich wusste es natürlich. Ach, guck mal, Schlüssel. Schlüssel ist hier beim Claudio. Natürlich, Jungs. Leistung: 257 kW. 285 Spitze eingetragen. 257 kW ist? Mal 1,36. 350. Ja. Dann ist das der Motor sogar. Ich war nämlich in der Ausbildungswerkstatt von Porsche vor ein paar Tagen. Und da haben wir auch den Motor nochmal auseinandergebaut gehabt. Und es ist schon eigenartig zu sehen. Also wir haben hier einen Vierzylinder Porsche Motor. Lange her, dass es sowas gab. Aber wir hören jetzt einfach mal rein. Ich denke, ihr werdet das Außengeräusch nicht ganz so gut finden. Wiederum finde ich es okay und im Innenraum ist es, glaube ich, ganz geil. Wir hören mal rein. Es klingt halt wie ein Ultra. Grimmiger, aufgeladener Käfer, oder nicht? Hör mal das Leerlaufgeräusch. Du hörst dieses Flimmern. Mhm. Könnte auch einfach ein echt grimmiger Subaru WX sein. Jetzt erzähl mir kein, du hast keinen Zigarettenanzünder. Nee. Als ob das Ding keinen Zigarettenanzünder hat. Nee. In welchem Jahr sind wir denn jetzt gelandet? Ja, wir müssen dann die Messuhr holen mit Akku. Und ich hoffe, die hat Strom. Dann müssen wir halt nachher Zeiten fahren. Trotzdem mich einmal in eine Runde um den Block. Driven. Aber wie empfindest du den Motor, die Motorcharakteristik, den Motorlauf? Ladedruck, das ist halt schon mal ganz geil. Ja. Vom Fahrwerk her muss ich sagen, macht Porsche natürlich echt einen Top-Job, ne? Wie gleichmäßig das Fahrwerk sich so verhält, obwohl wir halt schon ein sehr sportliches Fahrzeug fahren, auf ziemlich großen Rädern. Bei aller Liebe. Also wenn ich runterschalte, hat das schon sehr viel von einem Subaru, finde ich.
was natürlich bei einem Mittelmotorfahrzeug immer ein bisschen unangenehm ist, weil das Auto dazu neigt, dir lange vorzugaukeln, es sei alles neutral, alles ist gut, und dann, wenn er dann rutscht, dann rutscht er vorne ein bisschen, sofort sofort hinten, und das halt, ist relativ busy, so ein Auto abzufangen. Also die 350 PS, also die Leistung an sich gefällt mir wirklich gut. Also langsam ist das Auto auf gar keinen Fall. Das verbraucht so ein Cayman. Boah, der verbraucht nichts. Der verbraucht nichts. Porsche ist allgemein mit den neuen Motorgenerationen sehr sparsam geworden. 11 Liter habe ich jetzt hier, wo er jetzt heute Morgen hier hingefahren ist. Aber jetzt sind wir auch gerade geheizt. Also ich sag mal so, du fährst deutlich unter 10 Liter mit dem Ding. Boah, das ist geil, ne? Für einen Porsche. Wahnsinn. Jetzt können wir mal gucken, ob das Auto ein Sperrdifferenzial hat, ne? Jetzt fahren wir hier im Kreis. Auch nicht schnell, sondern ganz normal. Wenn man jetzt so 23 km/h fährt in so einer normalen Kreisfahrt, dann ist das wirklich komplett entspannt, ja? Mhm. Also das Auto fährt einfach ganz normal im Kreis. Die Gewichtsverteilung ist komplett neutral. Die rechten Dämpfer halten das Auto. Jetzt geben wir ein bisschen mehr Gas. Und jetzt merke ich schon nicht, der will mit dem Heck nicht kommen. Der will auch mit der Front nicht kommen. Es ist alles sehr neutral, okay? Wenn man dann zum Beispiel einen Gasstoß gibt. Ach krass. Aber schon krass. Muss man sehr feinfühlig arbeiten, ne? Genau, weil ich hab kein genaues Signal. Ja, hinten ist alles, hinten rutscht er jetzt. Was? Sondern dass, du merkst ja auch, während man so fährt, dass die Vorderachse ja auch immer leicht rutscht. Die ist ja gar nicht so klar geführt wie bei einem heckangetriebenen Auto. Mhm. Ne? Kommt auch sehr plötzlich, oder? Ja, sehr plötzlich und auch sehr. Also Porsche setzt es schon fantastisch gut um. Mhm. Ne, das ist es jetzt nicht. Aber es ist schon nicht so klar wie zum Beispiel M3 E46, M4, GT3. Wo du ganz klar im Heckbereich die Verteilung des Gewichts hast. Mhm. Oder ein C63. Ich glaube, da vorne der Motor hat leichte Dieselprobleme. Das kann echt Party, Alter. Oh. Kollege, das riecht aber nicht so gut. Oh, Feinstaub sein, Papa. Aber hat TÜV immer. Ja, frisch TÜV hier, frisch, frisch. Jungs, so kann ich eigentlich daherfahren, Alter. Oh, lecko funny, Alter, was da rauskommt. Guck mal jetzt gibt da richtig Gas. Okay, zurück in die Werkstatt, dann zeigen wir euch erstmal, was bekommt dieses schicke Kfz. Der Manu, was macht Manu? Manu macht Rotiform, ne? Bei uns, oder? Ja, Rotiform? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Oder war Manu am Grill bei Big Boost Burger? Ist so der hier, Sicherheitsinspektor bei uns, oder? Der Sicherheitsinspektor. Ja. Nee, natürlich, Manu macht Rotiform und deswegen bekommt dieses Fahrzeug auch richtig fette Räder. Fette, fette Party. So, bis gleich, tschüss. Das ist ein ziemlich kurzer Radstand, ne? Ich merke es gerade, wo er auf der Bühne steht. So, Manu bekommt nämlich einen KW-Gewindefahrwerk und Rotiformräder, und zwar ganz, ganz neue, frische Rotiformräder. Die holen wir, glaube ich, gerade sogar schon. Der Manu passt da hinten rum. Ich bin sofort zurück. Moment. Ja. Ich muss ein bisschen schleppen. Oh Gott, die kann Trick natürlich rein. Schwer, ne? Das ist wirklich schwer. Aber Ursche. Und zwar, der Manu fährt die originalen Radreifendimensionen. Ja, was heißt, er bekommt die gleichen Reifen nochmal, die jetzt draußen von der Größe. Und die Felgen sind minimal größer als original. Warum? Weil der Manu auch wirklich ein fixer Fahrer ist. Und er sollte auch auf gar keinen Fall bei egal welcher Fahrt irgendwas schleifen. Und er bekommt OZR-Räder. Vor allen Dingen ist es auch sehr, sehr leicht. Wirklich ein gutes Rad. Das Rad ist Mono, das ist geforged. Das bedeutet, es ist kein Gussrad, sondern es ist auch kein Einteiler, also kein Zweiteiler, kein Dreiteilrad, sondern ein einteiliges Rad, was aus dem Vollen gefräst ist. Was natürlich bedeutet, dass es auch sehr, sehr leicht ist. Wir können es mal wiegen. Das ist jetzt ein 10,5x20 Rad, also die Hinterachse. Und die Hinterachse wiegt 12,5 Kilogramm. Das ist nicht super, super leicht, aber es ist wirklich so schon mal ganz geil. Vor allen Dingen mit dem Effekt von hier oben. Also das ist ja auch Material, was du so an sich nicht brauchst. Also Design und Gewicht finde ich eigentlich eine ganz geile Kombination. Weil wir hatten lange gesprochen wegen der Farbkombination. Schwierig bei dem Auto, finde ich. Das sieht natürlich gut aus mit dem Rot, aber der rote Deckel wird jetzt schon nicht denselben roten Farbton haben wie die Bremse. Eine Bremse ist Uni, das ist so ein eloxiertes oder so ein Candy-Farbton.
bei dem Rot. Fahrwerk bekommt er ein V3 Plus. Und da werden wir auch die maximale Tiefe einstellen, die im Gutachten ist. Und dann wollen wir mal gucken, wie der Kollege steht. Ich hoffe nämlich ganz klar. Weil jetzt mit dem schwarzen Mattenrad, das finde ich auch gut. Jetzt haben wir kein schwarz-mattes Rad mehr, sondern haben wir ein Glanzschwarz. Wobei schwarzes Rad halt immer sehr klein wirken lässt, ne? Auf alle Fälle. Bronze. Er hätte es machen können, auch mit Hochglanz verdichtet, wie ich bei dem GT3, oder bei dem Turbo. Oder so ein Bronze wäre auch geil. So ein genau, das war auch im Gespräch. Okay. Schauen wir uns das Fahrwerk mal an. Aber Porsche und KW ist eh eine spitzenmäßige Kombination. Da betreiben die auch echt viel Entwicklung und haben auch sehr, sehr, sehr viel Wissen, wie man so ein Fahrwerk zu bauen hat bei einem Porsche. Und das ist auch ein riesengroßer Punkt, denn die Fahrwerke in einem Porsche an sich sind serienmäßig halt schon echt, echt gut. Du solltest sie eigentlich eher nicht anpacken, finde ich. Mhm. Ja, weil die wirklich gut funktionieren. Gucken wir uns mal die Vorderachse an, ne? Das ist eine Hinterachse. Mhm. Genau, da er die originalen Maße genommen hat, wie ihr seht, ist die nicht so konkav, die Felge. Ja? Da ist jetzt nicht so viel zu holen. Bei Bremsenfreigängigkeit war auch ein riesengroßes Thema. Manu ist auch heute nicht da. Wo ist der Typ? Der hat heute frei. Das heißt, der sieht das fertige Auto dann erst. Ist natürlich gar nichts konkav, ne? Ist natürlich mit einem Lineal gerade gezogen, ne? Stehen die mal hin. Eieiei. Schon eher fast raus. Die guckt, ne? Fast schon raus, ja. Die Speiche ist auf jeden Fall ein bisschen bauchig. Sollen wir die mal neben die andere legen? Wir legen uns egal am Boden da vorne. Ich würde eh sagen, pass auf, wir machen eine Runde Mini-Felgenporn. Mhm. Weil, ihr könnt auch mal unterschreiben, ob ihr das Raddesign geil findet, weil wir überlegen, dieses Raddesign nach Deutschland zu bringen mit TÜV als Gussrad. Ja? Wir legen das mal da vorne hin. Sollen wir Vorderachse mal wiegen? Das ist eine 8,5er. Nee, 8,5 ist die 8,520. So, 12,4 Kilo war gerade. Für die Hinterachse 11,6. Für ein Skin. Ding. Der ist fotogeil. Bist du fotogeil? Ja, wirklich. Ja? Ja. Bist du fotogeil? Oh nein. Aber hübsch bist du. Das ist echt. Ja, ne? Aber braune Labrador sind ganz oft super hübsche. Ja, war echt Zufall. Wir haben den nur auf gesehen bei eBay und dann, ah, scheiße, wir holen uns den. Bei eBay? Kleinanzeigen? Ja. Ja. Bist du ein Kleinanzeigenhund? Das ist unser Kleinanzeigen. Das ist schwer, ne? Ja. Vor allem, wenn du einmal hast, eine Woche, dann ist vorbei, ne? Wir müssen mal einfach zu, ja? Jawohl. Tschüss, Ben! Ja, warte, wie? Wo, wer? Tschüss, Eierbirne! So. Viel Spaß, danke sehr! Ciao. Tschüss! Voll süß, ne? Oh, ein brauner Labrador wäre schon echt toll, ne? Es ist doch ein Zigarettenanzünder im Auto, ne? Ja, genau, auf der rechten Seite irgendwo. Also dein Fußraum quasi, hättest du eigentlich sehen können, eigentlich, ne? Hätte ich den sehen müssen, ja? Eigentlich hättest du. Das werden wir aber gleich sehen. Ja, ja, richtig. Das stellt sich gleich heraus. Es wird schon wieder kälter, ne? Joa. Hey, guck, lass uns schon. Kann das Rad drauf hier? Ja, das kann drauf. Okay. Was wir ganz klar sehen können, ist Restgewinde for days. En masse. Dazu kommt, wir haben hier oben noch mal einen kleinen Alu-Ring, der auf, siehst du das? Der auf dem normalen Verstellteller sitzt. Mhm. Und dieser Ring kann jetzt besser gleiten auf dem Verstellteller, weil die Lenkung nämlich, wenn das Rad sich dreht, okay, dreht sich ja auch die Feder mit. Somit ist es relativ wichtig, dass dieser Ring sich sauber drehen kann. Wie gesagt, hier hinten haben wir das nicht. Wir haben so eine Vorspannfeder hier hinten nochmal drin. Und das ganze Federbein ist auch sehr schlank gehalten, wie man hier sehen kann. Also keine breit aufbauende Feder, sondern eine relativ schmale Feder. Dann sieht man hier einmal den Abgasstrang. Der kommt so hier durch, geht hier hinten rein. Aber das Spannende ist nämlich, dass von hier rüber sich nämlich auch hier sammelt, weil der nämlich ein Single-Turbo ist. Das ist kein Biturbo, sondern ein Single-Turbo-Fahrzeug. Somit gehen die Abgase nämlich zusammen in den Turbo oder aus dem Turbo da raus wieder. Und dann teilt es sich und geht dann hinten rechts und links in die Abgasanlage rein. Vielleicht finden wir ja nur ein Foto irgendwo im Internet, wo wir mal sehen können, wie groß so ein Lader ist, weil der ist nämlich, finde ich, für so einen Motor schon ziemlich amtlich. Kann nur 4? Größer, 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 okay, größer, klar. Größer. Andersrum.
für einen 2-Liter-Motor ist das, ja? Es gibt einen 2-Liter und einen 2-Liter-Motor und selbst beim 2-Liter Cayman und Boxster ist das schon ehrlich ein ziemlich großes Abgasgehäuse und vor allen Dingen großer Verdichter. Ja, aber mit den richtigen Komponenten und modern gebaut, kriegt man ja auch da gutes Ansprechverhalten und guten Spooling. Ne? Ein großer Lader muss ja nicht automatisch bedeuten, dass er sehr, sehr spät kommt. Vom Aufbau. So, Gewindefahrwerk ist drin, Vorspannung ist auch da vorne hinten, das ist die TÜV-Höhe jetzt. Das tiefste Maß? Manni, ist tiefste Maß, oder? Das tiefste Maß laut Gutachten. Ja, tiefste Maß laut Gutachten haben wir jetzt. Dann wollen wir mal sehen, wie er steht. Was noch auffällig ist, ist mir vorhin bei der Montage noch aufgefallen, stelle ich mal dahin. Siehst du, wie hoch das Rad gekommen ist von der Positionierung? Guck mal bitte, wo die Bremsscheibe im ausgefederten Zustand steht. Ja. Und hinten. Ne, hinten ist das tiefer. Ach ja, ja. Als vorne. Das bedeutet, dass wir, das ist die maximale, den maximale Ausfederweg, den das Auto so erlaubt. Jetzt haben wir natürlich vorne nicht so viel Achslast, nicht so viel Druck drauf, weil da vorne kein Motor ist, kein Differential, kein gar nichts. Trotz alledem finde ich, vorne ist der Ausfederweg überschaubar. Ja, werden wir uns aber gleich mal angucken, wie tief der rein sackt ins Rathaus. Aber nur kommt der aus dem Schweiß herum, als hätte er jetzt gerade da hinten eine Rakete gebaut oder so. Spurplatten sind jetzt nicht geplant, ne? Also genau. Die Felgen sind jetzt so gebaut. Das Auto soll vom Fahrstil und von dem ganzen Gefüge sich sehr, sehr ähnlich verhalten zu dem Serienauto, aber mit Rotiformrädern. Reifenkombination identisch, aber die Felge ist jetzt ein halbes Zoll hinten, glaube ich, breiter als vorher. So, jetzt habe ich nur Angst, dass die Schraube, jetzt müssen wir runterlassen, Drehmoment ziehen und dann wollen wir erstmal gucken, wie das Fahrwerk steht und dann kommen die Deckel drauf. Die Deckel. Deckels. Hup. Sieht mal deutlich besser aus. Krass, der macht das aus noch. Oh, sexy Auto. Vor allen Dingen, das ist jetzt TÜV-Höhe und das sieht auch wirklich ganz gut aus. Wir holen den mal da runter, ne? Ne, ich find's auch perfekt. Ich will den gar nicht tiefer machen. Aber ist krass, ne? Das Rad ist die... Ey, Claudio! Das Rad ist dieselbe Dimension wie das Originale. Guck dir mal an, wie viel das größer aussieht. Ja, da hab ich auch gesagt, der muss gar nicht tiefer. Ich meine, der kann krass tiefer. Vorne so viel Restgewinde, hinten so viel. Sieht gut aus. Guck mal, das ist dieselbe Größe, Manni, und das Rad sieht ja viel größer als das Original. So, ich nehme mal die Messuhr. Da waren doch ein Zigarettenanzünder im Beifahrerfußraum, ne? Yes, irgendwo sagte Manni, ist einer. Geiles Auto, ey. Echt? Ja. Kannst du mal gucken, ob da jetzt wirklich ein Zigarettenanzünder ist? Hier ist einer. Dann steck mal rein. Den konnte ich aber nicht sehen. Der ist hier am Arsch der Welt. Am Arsch? Ja. Mach doch hier einen Zigarettenanzünder rein. Du bleibst da jetzt im Fuß hängen. Reißt du die ganze Elektronik daraus. So, Auto sieht echt, echt geil aus. Besser als ich dachte, wirklich. Obwohl die Felge vorne wirklich kaum konkav ist, da ist jetzt irgendwie nichts passiert. Jetzt natürlich die große Frage, ist das Fahrwerk besser? Ja, weil es nur tiefer, okay. Tiefer gleich gut, okay. Tiefer und besser, Ideallösung natürlich. Ich traue das KW zu, weil in meinem Turbo, Digga. In meinem Turbo war das Fahrwerk besser, was reingekommen ist. Ja, das ist natürlich jetzt klar, weil die Reifen sind nagelneu. Die werden so jetzt irgendwie kaum Grip aufbauen. Deswegen müssen wir da ein bisschen rollen. Weil wir haben auch aus der Produktion diese ganzen Schmierkladderadatscher dran. Ja, ist natürlich jetzt doof, ne? Wir müssen auf jeden Fall. Alles klar, Digga, alles klar. Auf jeden Fall eben einsam im Kreis fahren, dass wir da den ganzen. Einen Start hinlegen. Den ganzen Quatsch vom Reifen runterbekommen. Ist gar nicht mehr so ungefährlich, ne? Mit so einem neuen Reifen. Nee, und relativ viele Reifenhändler sagen es den Kunden auch nicht. Und schicken die einfach los. Ne? Und es gibt manche Hersteller, das ist schlimmer. Und bei manchen Herstellern ist es halt weniger schlimm. Boah, guck krass. Mal, krass. Das
war nicht mehr viel Gas jetzt. Das war gar kein Gas. Ja, aber jetzt besser. Schon besser. So, Fahrwerk. Durch relativ schlechten Fahrwerk jetzt einschätzen zu können, wenn der Reifen keine Traktion übermittelt, ne, weil dann fängt der Reifen an zu rutschen, gerade da, wo der Dämpfer beansprucht wird. Wir fahren trotzdem mal ein bisschen zügiger und sehen halt, wie das Auto rutscht und arbeitet. Ich will das Fahrwerk jetzt so, das ist natürlich ein klassischer Fall wieder für die Lassie See, wo wir dann wirklich viel mehr ins Detail gehen können mit dem Fahrwerk, weil jetzt so im Straßenverkehr wirkt es für mich erstmal komfortabler, also deutlich gleichmäßiger und ruhiger als das serienmäßige Fahrwerk. Die Frage ist nur, ob das Fahrwerk dann abkacken würde, wenn man jetzt härter rangeht, nur ob es dann zu weich ist. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich würde sagen, dann fahren wir auch nochmal zügiger auf der Lassie See mit dem Fahrwerk, um es halt genau einschätzen zu können. Vom Komfort her ist es deutlich besser als vorher. Deutlich besser als der V3 Plus. Was sagst du als Beifahrer jetzt? So diese also vom Komfort her keinen großen Unterschied zu vorher. Ich finde es ein bisschen direkter, ein bisschen straffer, aber sonst. Bisschen straffer? Jetzt merkt man halt, wie jeder einzelne Dämpfer auch arbeitet. Ja. Das stimmt, das hat man vorher nicht gemerkt. Vorher hat sich jetzt eher nach Vorderachse und Hinterachse angefühlt. Jetzt merkst du so, alle vier Räder machen ihren Job. Natürlich sehr geil mit dem Single Turbo so, dass das Auto überhaupt gar keinen Ladedruckeinbruch hat. Ne? Wir haben es gerade mal geschaltet bei Ende des Drehzahlbandes von 3 auf 4. Wahnsinn! Also da direkt Ladedruck da. Wir fahren jetzt mal auf die Autobahn und dann schauen wir mal 100, 200 und 0,100. Können wir ausprobieren. Der Reifen müsste es eigentlich jetzt schon können. Wissen, bei 5 Sekunden 0,100 finde ich schon mal geil für einen Vierzylinder. Mittelmotorfahrzeug. Ich denke, das Auto schafft auch 4,8 Sekunden, gehe ich mal stark von aus. Wir probieren aber jetzt noch mal eine 100-200 Zeit, richtig? Richtig. Perfekt. Wir machen noch einen. Perfekt. 4,5. 4,2. Oh, ja. Aber der war hier schon perfekt. Also 4,2 Sekunden, ich glaube, da geht jetzt nicht mehr so viel. Wahnsinn. 4,2 Sekunden, 0,100. Beim zweiten hat er komisch geschaltet, da hat er zu früh, weil das ist, was ich oft sage, wenn ich manuell schalte, wenn du am Drehzahlbegrenzer bist, weißt du nicht, hat das Auto schon die richtige Geschwindigkeit, weil die Raddrehzahl ist so hoch, das Getriebe sich gedacht, komm, wir schalten schon mal und dann brach halt das ganze Drehzahlband zusammen. Deswegen kam halt die 4,8 zustande. Beim ersten Mal war halt zu viel Schlupf, keine Kraft, die Kraft konnte nicht übermittelt werden und jetzt die 4,2, die gefallen mir schon ganz gut. Und wir hatten 100, 210 Sekunden rum. Finde ich auch schon mal ganz geil, ganz passabel für so ein Auto. Auto steht auch echt gut da. Fahrwerk würde ich sagen, testen wir noch mal auf der Lassie See in Ruhe. Auf Zeit, dass wir auch eine Zeit wirklich bekommen von dem Auto. Das könnte echt verdammt schnell sein. Ich glaube auch, weil es ist nicht zu viel Power für unsere Strecke. Ja, genau. Ne, weil die ganz großen Klopper sind zum Spielen natürlich... Ich meine, wer weiß, vielleicht ist die große Power doch nutzbar. Die Geraden sind nicht so kurz.
Ja, da kann man sich ganz schön in die Scheiße hauen. Wenn du einmal zu viel Gas gibst, dann musst du vielleicht zu viel abbremsen und dann verkackst du deine ganze Zeit. Genau. Ne? Also ich denke auch, dass ich ein bisschen Übung brauchen werde und vielleicht fahren wir auch die ersten Zeiten, die ich auf der Lasisee gefahren bin, nochmal. Mhm. Nach einem Jahr oder sowas. Also gefällt mir sehr gut. Wirklich gut. Ich würde vorschlagen, wir machen die Klimaanlage mal. Nee, die ist sogar an. Wir gehen zurück auf den Hof, machen eine Runde Porn. Wo, wir haben schon kurz Porn gesehen, aber, ne? Nee, noch nicht. Noch gar nicht? Noch gar nicht. Okay, cool. Der Manu hat sein Auto gerade erst mal kurz gesehen. So, sag mal, für uns oder Sonnenbad oder ich so noch Karotten oder was? Ja, ja. Hallo. Hallo. Na? Und? Was sagst du? Leck mich. Gut aus, ne? Mhm. Gut. Das Einzige ist halt das Rot von der Nuss und dem Sattel. Finde ich so ein bisschen, dass sich das beißt. 4,2 0 100. Du hast ohne den Restgewinde? Ja, ich will. Also so viele Restgewinde hast du oder sowas. Aber ich finde, muss er nicht. Vielleicht will ich vorne... Vielleicht will ich vorne einen halben Zentimeter oder sowas noch runterdrehen. Ist happy? Ultra happy. Wirklich, wirklich geil. Ich finde das mit dem dunklen Rot von dem Nabendeckel schon ziemlich geil. Ja. Ich finde das gut. Das ist gar nicht so schlecht. Zwei Rottöne? Ja. Weil das dunkler ist. Ich nicht. Hinten schippert mich richtig weg. Ehrlich. So, sag tschüss. 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 Bitch, I'm never sober, I don't care, oh. You ain't talking money, I don't care, oh. I don't care, oh. I don't care. Tell that waitress, bring more bottles overhead, oh. I don't care, oh. I don't care. Bitch, we never sober, we don't care, oh. Bitch, I'm never sober, and you know this. Bet we're fat as fuck, you know I rolled in. Bottles on the way, you see the glow, bitch. Put them shots up.